Wir sind auf dem Jakobsweg, 170 Kilometer, und es hat angefangen. Ich hatte vor einem Jahr an Weihnachten diesen Bibeltext vorgelesen, dass Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem gelaufen sind, hochschwanger, 170 Kilometer. Da habe ich mir gedacht, sind wir jemals schon 170 Kilometer gegangen, gelaufen? Und dann gesagt, was würde geschehen? Wir würden die Weihnachtsgeschichte auch in 170 Kilometer erzählen und das zu fühlen, was Maria und Josef nämlich erlebt haben. Bald danach machte sich Maria auf den Weg ins Bergland von Judäa und eilte so schnell wie möglich in die Stadt, in der Elisabeth und ihr Mann Zacharias wohnten. Sie betrat das Haus und begrüßte Elisabeth. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut: Dich hat Gott gesegnet, mehr als alle anderen Frauen, und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Wie glücklich kannst du dich schätzen, weil du geglaubt hast. Was der Herr dir angekündigt hat, wird geschehen. Von Story of Christmas. Hier im Hintergrund seht ihr den Hafen von Bayona. Was besonders ist an diesem Hafen ist, das ist der erste Ort, wo die freudige Nachricht angekommen ist, dass Amerika entdeckt wurde. Stell dir mal vor, die Leute, die sind noch fast durchgedreht, die haben gehüpft, die haben keine Ahnung gehabt. Das wird bis heute einmal im Jahr gefeiert. Wie sieht denn Amerika aus? Aber sie haben sich mächtig gefreut. Ist es nicht ähnlich, als Maria von Gott hörte, ich bekomme ein Kind, die hat doch gehüpft. Und als dann Elisabeth hörte, sie hat lange kein Kind bekommen, bekommt auch ein Kind, hat auch gehüpft. Und dann sagt die Bibel, Maria hat Elisabeth besucht in den Berglandschaften. Und als dann Elisabeth Maria hörte, ist was Interessantes geschehen. Was dann? Das Kind im Bauch von Elisabeth hat ebenso gehüpft, einfach über die Begegnung. Das heißt irgendwie, dass zwischen Elisabeth und Maria ist eigentlich so eine Freundschaft, kann man sagen, sind verwandt, aber es ist auch eine Freundschaft da. Also wenn man jetzt über Freundschaft auch spricht, und ich glaube auch, es hüpft etwas, weil man merkt, eine beste Freundin ist da. Das Wort Freundin ist ein großes Wort, oder Freund. Susanne, es gibt verschiedene Begriffe, wie man Freundschaften auch in eine Stufe reinpacken kann. Ja, ich bin aufgewachsen mit einer besten Freundin und ich habe gedacht, das ist es. Man hat eine Person, die deckt einfach alles ab. Dass du meinst, so eine Freundin wie Superwoman oder wie ein Superman? Oder Superman, der kann alles, genau. Aber ich habe gemerkt und gelernt, und das hat mir sehr viel Entspannung gebracht in meinen Beziehungen, dass es verschiedene Typen gibt. Das ist zum Beispiel die mütterliche Freundin. Sie war etwas älter als ich und hatte dadurch auch schon mehr Lebenserfahrung. Das wäre für die Männer der väterliche Freund, oder? Ja, könnte man sagen. Könnte man sagen. Und es gibt auch die töchterliche Freundin. Das ist die Person in deinem Leben oder in meinem Leben, die ist jünger als du und die gibt dir das Gefühl, dass du schon etwas zu geben hast. Und das ist in einer Freundschaft eine wichtige Eigenschaft. Und ich habe auch gehört, es gibt auch die anstrengende Freundin. Das hört sich schon anstrengend an. Was soll denn das? Anstrengende Freundin, das ist in der Tat genau die Person, die dauernd in der Klemme steckt und die dich immer wieder braucht. Aber was die Person eben fördert in dir ist, dass du lernst, dich gesund abzugrenzen.
dann gibt es auch die gleichaltrige Freundin. Das ist kein Problem, gleichaltrig. Ja, das sind die, die in der gleichen Lebenssituation sind. Das heißt nicht unbedingt, dass sie genau das gleiche Alter haben, aber sie sind vielleicht im Job in der gleichen Situation, in den gleichen Lebensumständen wie du, und du kannst so vieles teilen mit denen. Und man weiß ja nie richtig so, in was für eine Freundschaft Maria und Elisabeth stand. Sie waren verwandt. Ich interpretiere mal die Freundschaft ein bisschen ein, aber es gibt noch eine Art von einer Freundin oder Freund, und das ist noch speziell. Das ist dann die nicht die anstrengende, die hatten wir. Das die ist die ermahnende Freundin. Also wie soll denn das gehen? Das ist die. Ja, die sagt die Dinge in das Gesicht und hat keine Hemmung davor. Die sagt dir, dass dieses schwarze Kleid dir einfach nicht steht. Wow, also mir hilft es enorm, einfach zu sehen, wenn man das Wort Freundin oder Freund benutzt, muss man wissen, es gibt ganz verschiedene Arten, wie man Freundschaften ausleben kann. Und es lohnt sich einmal, alle Menschen aufzuschreiben, die wir als Freunde oder Freundinnen deklarieren oder überlegen, in welche Kategorie passt dann diese Person, weil das hilft ein bisschen auch, die richtige Erwartung an die Person zu haben. Sonst ist es mega kompliziert, man denkt, wieso hast du das nicht gemacht, wieso hast du mich ermahnt, du bist doch gleichaltrig, oder wieso bist du bei mir eine Mutter, und es hilft enorm einfach zu wissen, was für eine Art von Freundinnen oder Freunden man im Leben hat. Und Freunde sind auch nur dann Freunde, wenn man auch Zeit investiert und sieht effektiv so, Maria hat Elisabeth besucht in den Bergen, das heißt, sie hat einen Effort, sie hat etwas unternehmen müssen, um diese Freundschaft auch zu pflegen. Und ich merke, wenn ich mein Leben anschaue, ich habe 1000 Dinge in meiner Agenda, ich habe 1000 Pläne, aber ich habe gemerkt, wenn ich nicht in meiner Agenda auch Zeit eintrage, wo ich mir auch Mühe nehme für die Freundschaften, dann verflüdert, man sagt es im Schweizerdeutsch, dann geht es einfach in 1000 Richtungen eine Freundschaft und dann entsteht nicht Richtiges. Das lohnt sich, mal hinzusetzen, mal zu überlegen, welche Art von Freundinnen und Freunden habe ich dann, in welche Kategorie passen dann die, habe ich alles abgedeckt, und dann kommt die zweite Frage, habe ich auch in meiner Agenda Zeiten eingepackt, wo ich auch diese Freundschaften pflege, dass auch ein Kind wie bei Elisabeth auch hüpfen kann, es entstehen kann. Und das dritte ist, dass ich auch bete, ganz konkret für meine Freundin und Freundinnen, die Gott uns anvertraut hat, weil es ist immer ein Segen von diesem Gott im Himmel. Also definiere es, unternehm Zeit in deinem Leben für die Leute und beginne auch dafür zu beten, dass einfach die Freundschaften in ein neues Level mit der Hilfe von Gott sich entwickeln dürfen.